Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie man schnell an Weizen kommt. Ja, als erstes haut ihr 5 Blöcke Erde weg, lasst eine Reihe frei und haut hier wieder 5 Blöcke Erde weg. So, nachdem ihr das gemacht habt, ach übrigens, dafür braucht ihr erstmal eine Schaufel für die Erde wegmachen, aber könnt ihr auch mit der Hand machen. Ihr braucht Wasser, ich habe jetzt mal 3 Wassereimer mitgenommen. Dirt, auf jeden Fall eine Hacke, die Weizensamen und Knochenstaub. Knochenstaub bekommt man aus Knochen, also man craftet einfach einen Knochen hier rein und hat dann 3 Knochenstaub. Knochen bekommt man von Skeletten. Ja, in eins der Löcher macht ihr jetzt Wasser rein und mit dem Dirt baut er da jetzt drüber, also nicht da rein, sondern darüber. Das dient nachher als Wand. Werdet ihr gleich auch noch sehen. So, hier nochmal drauf. So, jetzt hackt ihr den Rasen, macht die Samen drauf und könnt nur mit dem Knochenstaub die Weizen wachsen lassen. Da die nur in eine Richtung fallen können, da eine Wand ist, könnt ihr die jetzt ganz einfach aufnehmen. Ja, das könnt ihr immer wieder machen, so lange bis ihr keinen Knochenstaub mehr habt. Und das ist im Allgemeinen ziemlich gemütlich, falls ihr ganz viel Brot machen wollt oder etwas anderes, Kuchen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.